Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play auf meinem Kanal. Willkommen zu Farthest Frontier. Farthest Frontier ist ein klassischer Koloniesimulator im Banished-Style oder auch Settlement-Survival-Style mit starken Anleihen von Workers and Resources. Tatsächlich, denn es geht an vielen Stellen viel tiefer als die mir bekannten Spiele und das macht unheimlich viel Spaß. Wir gehen direkt in die neue Siedlung und wenn ihr neu in dem Spiel seid, würde ich auf jeden Fall in Richtung Pionier tendieren für euch und bei dem Gelände auf Tiefland sehen. Das erkläre ich euch aber gleich alles nochmal. Wir werden das hier in dem Fall zufällig auswählen. Die Karte wird Nerdica heißen bei uns. Wir werden auf die hohe Kartengröße gehen. Wenn ihr keine Kämpfe haben wollt, könnt ihr auch den Pazifisten-Modus aktivieren. Wir wollen in dem Fall allerdings die Kämpfe mit drinne haben und gehen erstmal auf das Gelände. Beim Gelände gibt es eigentlich im Großen und Ganzen vier große Bereiche. Einmal ganz leicht, Tiefland sehen, ein bisschen flacher, also ja, relativ einfach halt. Dann gibt es einmal die Steppe, die werden wir auswählen. Dann gibt es die Alpentäler. Alpentäler und Steppe ist der mittlere Schwierigkeitsgrad bei der Karte. Alpentäler hoch, bergig und nass, Steppe trocken und flach. Das sind diese beiden Sachen. Trockenes Hochland ist im Prinzip Alpentäler und Steppe integriert. Der vierte große Punkt ist zufällig. Da wird einfach irgendwas gemacht. Da kann alles gemischt sein. Aber wir wollen in dem Fall die Steppe haben, damit es ein bisschen interessanter wird für uns. Dann gehen wir in die erweiterten Einstellungen. Und hier sehen wir die zusätzlichen Ressourcen und Wildtiere, Plünderer und Krankheiten. Das sind im Prinzip die vier Punkte, die hier auch drin sind. Und die könnt ihr hier auf drei verschiedenen Stufen nochmal einstellen. Ihr könnt im Prinzip sagen, leicht, mittel und schwer. Ich möchte gerne bei den Ressourcen auf schwer gehen. Ihr seht, wir haben nur drei Bögen, 80 Pfeile, vier Waffen, nur vier Monate Essen. Also wir müssen ganz dringend dort auch am Anfang in Richtung des Essens gehen. Wir haben bei den Wildtieren, gehen wir ebenfalls auf Bezwinger. Bezwinger bedeutet hier vor allen Dingen, dass wir Probleme bekommen werden. Denn Wildschweine werden uns angreifen, Wölfe und Bären werden uns angreifen. Also Wildschweine nicht direkt, sondern indirekter, aber Wölfe und Bären schon auch direkt. Und zusätzlich mit den geringen Ressourcen an Waffen wird das ein echtes Problem werden. Ja, das muss man schon sagen. Wir müssen uns auch in Zukunft schützen gegen Tiere, die uns dann ausrauben, Wölfe, die unser Tier reißen und so weiter. Müssen wir Zäune errichten und so weiter und so fort. Und Rehwild ist auch ganz wichtig. Ihr könnt Rehwild auch töten. Wenn ihr die gesamte Population ausgelöscht habt, dann kommen die nicht wieder. Das heißt, auch da müsst ihr ein bisschen aufpassen hinterher, wenn ihr das Rehwild euch fangt oder in dem Fall jagt. Bei Krankheiten und Plünderern bleiben wir mal bei dem Standardmodus. Da erzähle ich dann noch ein bisschen was im Tutorial. Okay, dann geht's auch schon los, würde ich sagen. Und wenn ihr den Kartenseed haben wollt, jetzt kann ich hier nochmal auf zufällig gehen, jetzt bleiben wir mal auf Steppe. Gehen wir wieder zurück auf Steppe. Wenn ihr das nachspielen wollt, genau das, was ich habe, dann müsst ihr euch Steppe merken und das da oben. Und dann würde ich sagen, lasst uns nicht länger quatschen, sondern rein ins Spiel. Life can be harsh everywhere. But in the old world, there was no hope of it ever improving. When our crops failed, the ruling class would still collect the same share, leaving our children to starve. And if we had any coin to our name, the taxman would appear, demanding it for the crown. The nobles hid behind the safety of their walls and did nothing when raiders pillaged the outskirts of the city. And so, some of us decided that it was time to leave. We'd rather take our chances in the wilderness, seeking the promise of a new land, than starve to death in our homeland. The journey wasn't easy. We lost many along the way. But this wild, unsettled land offers us the hope of a new start as the masters of our own destiny. Thank you.
Weiter geht's im Spiel und als erstes müssen wir uns mit unserer Umgebung vertraut machen und unser Dorfzentrum setzen. Dazu gibt es drei Karten-Overlays am Anfang. Das ist, seht ihr hier oben, G, I und F, wobei ich G als Attraktivität für nicht so interessant halte. F und I ist hier am interessantesten. Wir gucken erstmal nach Seen in unserer Sichtweite. Wir können übrigens auch im Verlauf die Karte weiter erkunden. Und das sieht schon mal super spannend aus. Wir haben nämlich nicht einen See hier. Doch da hinten, wo wir ein paar Fische haben. Und das ist hinter einem großen Berg. Ach, du grüne Neune. Na, das sieht ja cool aus. Das ist ja eine harte Karte. Das gefällt mir jetzt schon, Leute. Das kann ich euch sagen. Hier vorne gibt es übrigens Sand und Ton. Auch da ein kleiner Tipp. Siedelt nicht zu nah an Bergen. Dort gibt es Wölfe. Also ein bisschen weiter weg. Und jetzt gucken wir uns erstmal an, was diese ganzen Kartenmarker bedeuten. Das bedeutet Eier. Eier könnt ihr sammeln und essen. Dann gibt es hier Blattgemüse. Blattgemüse könnt ihr auch sammeln mit einer Kräuterhütte. Genauso wie die Kräuter mit einer Sammlerhütte. Nicht Kräuterhütte, mit einer Sammlerhütte. Weißdorn. Müssen wir mal gucken, was wir damit machen können. Dann gibt es hier Tonvorkommen. Ich glaube, das kennt man aus anderen Spielen. Dann gibt es verschiedene Tiere. Zum Beispiel Wölfe, Wildschweine. Hatte ich gesagt, ne? Bären und Rehe. Da sehe ich jetzt hier spontan, hier gibt es Rehe. Gibt es relativ viele Rehe. Also die Ecke hier vorne. Jetzt gehen wir nochmal auf F. Hier gibt es auch Wasser. Hier ist auch fruchtbar. Also die Ecke hier gefällt mir. Hier könnten wir sammeln. Hier könnten wir uns Essen holen, sammeln. Hier hätten wir Holz. Hier hätten wir Holz. Hier ist es relativ flach. Das heißt, wir könnten uns durchaus vielleicht sogar in die Ecke begeben. Jetzt suche ich irgendwo einen Ort, wo wir nichts fällen müssen für unseren Standort. Hier. Dort sammeln. Dort gibt es Rehe. Dort gibt es Rehe. Dort könnten wir sammeln. Dort könnten wir sammeln. Oder wir gehen dahin. Dann müssten wir einen einzigen Baum fällen. Allerdings sind wir dann auch in der Nähe von dem Berg, aber auch vom Wasser. Ja, wir machen das. Wir gehen dahin. Ja, das möchte ich hier platzieren und dort werden wir dann als allererstes einen Baum fällen. Jetzt wandern die Siedler dorthin und dann sind wir auch schon im Game. Und jetzt gehen wir mal in die Pause rein und Leertaste ist die Pause und dann erkläre ich euch das Spiel erstmal. Warum? Da habe ich gesagt, es ist vergleichbar mit Workers and Resources und Banished. Also Banished ist, ich glaube, es ist offensichtlich, wenn ich euch das hier zeige, dass es so ein klassisches Berufe-Panel gibt, wo man die Leute einteilt. Es ist kein Spiel wie Anno, wo man die Karte erkundet, sondern wirklich, ihr baut eine Kolonie auf und müsst die Kolonie managen und kein ganzes Imperium mit Handelsrouten und sowas. Also Handelsrouten gibt es natürlich auch, die sind hier aber zu einem anderen Zweck. Es gibt aber in diesem Spiel eine unglaubliche Tiefe in dem Spiel. Ein paar Beispiele. Es gibt schmutziges Wasser. Das schmutzige Wasser macht euch krank. Es gibt Ratten, die fressen eure Nahrung auf. Da müsst ihr den Rattenfänger aufstellen. Wenn ihr eine einseitige Ernährung fahrt, wir sehen hier nur Blattgemüse, wo man in anderen Spielen denkt, oh May, den ist das halt so. Nein, in diesem Spiel könnt ihr Skorbut bekommen, wenn ihr keine Früchte habt. Das heißt, ihr müsst relativ schnell, wenn ihr überlebt habt, die ersten Jahre auch für Früchte sorgen. Dann gibt es die Felderwirtschaft. Da habt ihr mit Sicherheit schon des Öfteren was von gehört. Es gibt eine klassische Drei-Felder-Wirtschaft, die sehr intensiv ausgeprägt ist. Dann gibt es eine Verderblichkeit. In normalen Spielen läuft es so, ihr habt eine Ware oder Nahrungsmittel, die sind verderblich, dann packt ihr sie in ein Nahrungsgebäude und dann sind sie weniger verderblich. Das ist hier auch so. Aber hier gibt es noch eine Schippe obendrauf. Hier gibt es nämlich die Schippe obendrauf, die bedeutet, wenn ihr in diesem Nahrungsgebäude einen Keller baut, gibt das nochmal einen Bonus. Wenn ihr aber in dem Gebäude keinen Keller baut, sondern die Nahrungsmittel in ein Fass lagert, dann gibt es nochmal einen Bonus. Wenn ihr einen Keller habt, in dem ihr Fässer mit Nahrungsmitteln lagert, gibt es nochmal einen Bonus. Und wenn ihr die dann auch noch räuchert, die Nahrungsmittel, gibt das nochmal einen Bonus, weil sie geräuchert sind. Und ja, also man merkt schon, es ist einfach unheimlich detailliert, die Sachen, die hier gemacht werden können. Wir müssen wirklich, wirklich gut aufpassen. Auch bei den Tieren müssen wir aufpassen. Denn die Rehwilder hier, die können leer gefangen werden. Das heißt, wenn wir Mama und Papa und alle Kinder getötet haben, das heißt, alle Bambis sind tot und Mama auch, dann gibt es hier keine Rehwild mehr. Dann ist das vorbei. Dann gibt es in diesem Spiel kein Wild mehr. Bei den Wölfen ist das ähnlich und bei den Wildschweinen auch. Wobei Wildschweine auch aus anderen Populationen hier rüberkommen. Zumindest stand so im Tutorial. Aber Rehwild, wurde auch explizit erwähnt, kann leer gefangen werden. Dann gibt es in Bäumen natürlich auch Vogelnester. Und es gibt auch
Für uns Min-Maxer gibt es verschiedene Bäume, zum Beispiel Ahorn, da könnte man dann sagen Rotkiefer, dass man die kleinen Bäume hier stehen lässt und erstmal die großen Bäume fängt. Denn wenn ihr stumpf über dieses Tool geht und alles abholzt, dann ist es auch sehr wahrscheinlich, dass nichts nachkommt. Auch das ist hier in diesem Spiel simuliert. Wir könnten dann auch hier explizit in diese toten Bäume gehen und sagen, wir fangen erstmal nur die toten Bäume, die wir aus dem Wald rausholen. Das ist alles extrem detailreich in dem Spiel, da müssen wir wirklich mit jedem Klick höllisch aufpassen. Das ist ganz, ganz wichtig in diesem Spiel. Und das wollte ich auf jeden Fall am Anfang in dem Tutorial erwähnt haben. Ansonsten einmal durchs UI gegangen. Hier oben gibt es wie in jedem guten Spiel dieser Kategorie ein Statistikpanel. Da werden wir uns mit Sicherheit, wer mich kennt, ich bin großer Statistikfan, sehr lange drin aufhalten. Dann Krankheiten, Dorfbewohner, aktuell alle ohne Haus, dann die Zufriedenheit der Dorfbewohner. Auch hier gibt es wieder einen Punkt, wenn Dorfbewohner unzufrieden sind, gehen sie in die Kneipe. Wenn sie in die Kneipe sind, saufen sie. Wenn sie besoffen sind, werden sie unzufrieden, weil sie Leute hauen. Und so schaukelt sich das dann nach oben. Und es gibt Spiele, ganz wenig Spiele wie bei Workers and Resources. Da gibt es ein Ereignis, das kann eure ganze Kolonie vernichten. Und potenziell sehe ich das bei diesem Spiel auch. Das wird uns allen, glaube ich, unheimlich viel freuen, weil ich freue mich tierisch auf dieses Spiel, muss man wirklich sagen, das mit euch gemeinsam zu spielen. Dann Nahrungsvorräte. Wir sehen, wir haben noch 4 Monate Nahrung. 1, 2, 3, 4. Ab da werden wir verhungern. So, dann haben wir hier Stämme, Brennholz, Bretter, Steine, Lehm, Ziegel, Holz, Gold. Und eine Sache, die ist ganz wichtig, gerade wenn man unter schwer anfängt, auch da bitte darauf achten. Es gibt hier einen Knopf, automatische Gebäudeverbesserung. Das kann ich euch noch nicht zeigen, das zeige ich euch gleich, wenn es ein Gebäude gibt. Aber den bitte, macht den aus. Und wenn ihr Min-Maxer seid, steuert das selbst. Ansonsten, ihr könnt es auch anlassen, wenn ihr unter leicht spielt und das einfach von vornherein so einstellt, dass ihr eh mal genug habt, ist das kein Problem. Wenn ihr aber unter schwer spielt, so wie ich, bitte auf jeden Fall ausmachen. Würde auf jeden Fall helfen. Dann die Overlays. Hatte ich euch schon gezeigt, das ist einmal G, das ist die Attraktivität. Auch hier ist es natürlich wichtig, dass die rauchenden Produktionsschlote nicht direkt neben Oma Ernas Eigenheim stehen, sondern ein bisschen weiter weg sind und Oma Erna halt so einen kleinen Garten neben sich hat. Dann ist natürlich das Overlay I fürs Wasser ganz interessant. Da haben wir jetzt im Moment aber kein Problem. Unsere Siedlung wird sich dann hier in diesem Bereich ausbreiten oder auch hier vorne in dem Bereich und auch in diesem Bereich. Wasser ist deswegen wichtig, ihr braucht Brunnen, hatte ich angesprochen, Krankheiten, er wird unter anderem durch schmutziges Wasser verursacht. Schmutziges Wasser ist unter anderem das Wasser, jetzt muss ich das Overlay mal ausmachen, ist unter anderem das Overlay, hier hinten hatten wir es gesehen, das müssen wir jetzt erstmal erkunden, ist unter anderem hier hinten der See, also da müssen wir auch dann gucken. So, und das müssen wir jetzt dann für unsere Leute erstmal aus einem Brunnen holen, findet ihr hier, zeige ich euch gleich. Dann gibt es 3 weitere Tasten, F2, 3 und 4, auch wichtig. Mit F2 passiert nichts, stand im Tutorial ein bisschen anders, ist aber in dem Fall auch wurscht. F3, und das ist jetzt wichtig, ich gehe mal ein bisschen näher ran, dann können wir das besser sehen, schaltet bei den Arbeitern zwischen keinem Bubble obendrauf, zwischen dem Bubble, was sie für Probleme haben, und dem Namen umher. So, wir machen es erstmal grundsätzlich aus, um auch hier die Grafik ein bisschen zu schonen. Und F3 ist ähnlich, ganz wichtig, schaltet die Anzeigen hier ab und schaltet euch auch an, wie viele es noch gibt. 7 Rehwilder, 16 Eier, hier gibt es dann 25 Blattgemüse, hier gibt es kein Weißdorn, na, das ist ja ein toller Weißdorn. Hier gibt es dann Blattgemüse, noch mehr Weißdorn, der leer ist. Hier gibt es übrigens sehr viele Kräuter und so weiter und so fort. Ne? Ich denke, ihr versteht, was ich meine. So, das machen wir auch mal aus. Dann gibt es hier unten die Spielgeschwindigkeit. Ich denke, das ist auch klar. Und dann gibt es einmal das Dorfzentrum. Das müssen wir jetzt noch bauen. Das ist die erste Aufgabe, die wir gleich im Spiel haben werden. Dann das klassische Berufe-Panel. Ich denke, das kennt man auch. Ne? Das ist so dieses klassische Panel hier. Da gibt es dann hier einmal die Siedlungsinfos. Das ist jetzt ein bisschen schwer in Nerdica. Wir haben nämlich noch keine Siedlung. Dann gibt es Dorfbewohner, Ressourcen und einmal die Zufriedenheit, da müssen wir uns auch regelmäßig drum kümmern. Dann natürlich einmal die Ressourcen auf Lager, die gibt es natürlich auch.
Und dann gibt es hier, und die Knöpfe sind interessant, die Bauoption. Einmal B fürs Baumenü, da gehen wir jetzt im Einzelnen nicht durch. Ihr seht die Namen hier, das werden wir dann im Laufe des Spiels machen. Dann einmal H für Ressourcen abbauen. Auch hier wichtig, passt wirklich drauf auf. Also bei dem Spiel kann ich bei gerade bei Bäumen nicht empfehlen, das einfach stumpf so zu machen. Bitte, bitte, bitte. Ganz ehrlich, sucht euch die Bäume selbst raus. Dieses Spiel wird euch bestrafen dafür, wenn ihr bei einer Steppe startet und einfach stumpf alles abholzt, so wie hier. Gut, also ich sag mal, hier vorne kann man es machen. Ne? Das ist ein Bereich, da kommen später die Felder hin, hier unten, da kann man es gut machen. Aber hier in diesem Bereich macht es wirklich nicht. Hier unten okay, aber hier in diesen Wäldern sucht euch wirklich die toten Bäume raus und sagt dort abholzen. Ansonsten wird euch das Spiel im Spielverlauf bestrafen. Entfernen ist, glaube ich, selbsterklärend. Mauern verwalten ist, glaube ich, auch selbsterklärend. Ihr braucht natürlich im späteren Verlauf auch Mauern. Es gibt Plünderer, die Tiere können euch angreifen. Ihr müsst später, wenn ihr domestizierte Tiere habt, wie Kühe und so weiter, müsst ihr um Zäune bauen und, und. All diese Kleinigkeiten sind hier in diesem Spiel wichtig. Dann natürlich Gelände einebnen ist, glaube ich, auch klar. Ich meine, hier gibt es einen Berg, also wenn wir da bauen wollen, müssen wir uns vorher eine flache Ebene bauen und eine befestigte Straße, in dem Fall unbefestigt, und einmal Erkundungspunkte, auch das wichtig. Wir gehen als erstes mal da hinten hin, das wollen wir machen, aber das ersparen wir uns jetzt mal, denn wir haben noch genug zu tun, unser Dorfzentrum ist noch gar nicht fertig. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir rein ins Spiel und wir sind jetzt bei Minute 16:27 und alle, die jetzt hinzugekommen sind, herzlich willkommen. Wir sind mit dem Tutorial durch und gehen jetzt rein ins Spiel und wir machen mal ein bisschen langsamer, denn es wird schwer genug werden. Gucken wir uns das mal an, wie sie wirklich jetzt hier die Bäumchen sammeln. Das sieht schon ziemlich cool aus. Was wir machen können, und das will ich auch noch von vornherein machen. Ich möchte diese alten kaputten hier, die will ich definitiv, rausnehmen, denn wir brauchen das Holz. Die werden auch, glaube ich, nicht mehr abgestorbene Ahornbäume. Ja, können wir die mit Doppelklick sehen? Nein, die werden wir auf jeden Fall entfernen. Ihr seht, die wandern jetzt schon los durch den Wald und hier sehen wir auch schöne, die ganzen Sachen. Wir können ja mal zu den Kräutern gehen. Da sehen wir übrigens die Kräuter. Ne, das sind Beerenbüsche. Das gibt übrigens Vitamin C. Sehr gut. Vitamin C ist wichtig. Wenn ihr kein Vitamin C habt, kriegt ihr hier in diesem Spiel Skorbut. Okay, so. Dann mal kurz gefragt, was ist das hier? Das ist euer Wagen, mit dem ihr angekommen seid. Hier ist jetzt ein bisschen Kram drin. Das ist aktuell ein Lager. Wir können den einfach mal ein bisschen verschieben. Dann geht der ein Stückchen voran. Okay, dann vielleicht nochmal ein Wort zum Early Access. Das Spiel ist offiziell im Early Access. Warum ist es im Early Access? Weil es noch einige Sachen nicht gibt. In diesem Spiel ist es natürlich so, dass die Leute auch älter werden. Das heißt, ihr habt hier das Wachstum über klassisches, ja, Kinderkriegen. Allerdings gibt es noch keine Kinder im Spiel. Das heißt nicht, dass sie nicht statistisch auftauchen, geboren werden, aber sie sind nicht sichtbar, sie laufen nicht auf der Straße rum. Es gibt noch sehr eingeschränkte Skins für die Menschen, auch das soll noch behoben werden. Das sind aber alles Punkte, die im Early Access kommen sollen, die laut Entwickler ungefähr 4 bis 8 Monate dauern sollen und dann soll das Spiel in den offiziellen Release gehen. Und ich muss sagen, das ist jetzt schon mega klasse. Es gibt auch, ich glaube, das hat man hier oben schon gesehen, Jahreszeiten, Frühling, Sommer, Herbst und Winter, ja, auch das wichtig. So, was machen wir zuerst? Wir müssen als allererstes, da wir hier unter Schwer spielen, kein Brennholz und keine Häuser bauen. Ihr seht, wie die Zeit vergeht. Wir sind jetzt schon hier so ein Viertelmonat, haben wir schon geschafft und wir haben es nicht mal, ja, Gesundheit, wir haben es nicht mal hingekriegt, dieses Ding hier zu bauen. Also da müssen wir wirklich gucken, dass wir da dranbleiben. Wir sollten also, sobald der hier fertig ist, sollten wir im Baumenü bei der Nahrungsproduktion gucken, dass wir eine Jägerhütte bauen. Eventuell eine Sammlerhütte. Diesen ganzen Kram wie Acker, Fischerhütte, Räucherei und sowas, das brauchen wir alles nicht. Wir futtern das und so alles so schnell weg, dass wir da erstmal uns überhaupt gar nicht mit beschäftigen müssen. Dann in meinen Augen der nächste Schritt wird Wohnraum sein. Das können wir momentan noch nicht machen. Da braucht man nämlich
etwas für. Und auch Brennholz ist im Moment völlig unwichtig, denn wir gehen jetzt in den Frühling. Bevor wir hier nicht im Winter sind, brauchen wir kein Brennholz. Brennholz wird unter anderem später benötigt, das hatte ich gerade erzählt, für die Räucherei. Wenn wir auf Nahrungsproduktion gehen, seht ihr das, glaube ich. Ich glaube, hier unten bei Stufe 2 ist das. Bäckerei. Oder ist das sogar noch Stufe 1? Da, genau. Da ist die Räucherei. Sage ich euch mal, wenn wir mit der Maus drüber gehen, benötigt Fleisch, Brennholz und Fisch, räuchert das Ganze, macht es länger haltbar. Wenn ihr das dann zum Beispiel noch in Fässer packt und in den Keller stellt, dann ist das, habt ihr eine fast unendliche Anzahl an Essen zur Verfügung für einen theoretisch unendlichen Zeitraum. Und jetzt seht ihr auch, wir müssen schon tierisch aufpassen, denn unsere Leute hier, die werden unglücklich. Ja, wir haben nur unglückliche Leute. Gut, kann man, glaube ich, verstehen. Aber da werden wir jetzt hoffentlich auch was dran machen. So, wie sieht es mit dem Holz aus? Ja, auch beim Holz gibt es nichts. Dann sollten wir schon mal gucken, dass wir hier diesen Feldbereich, da können wir mal großzügig abbauen. Und ich würde auch sagen, wir konzentrieren uns hier wirklich mal auf alles. Jetzt gehen wir mal ins Overlay rein, dass wir wirklich mal schauen. Hier ist es sehr fruchtbar in dem Bereich. Und auch sehr nass. Dann machen wir wirklich den Bereich hier mal komplett weg, sodass wir hier genug Holz haben für die Zukunft. Gut, dann mache ich es am Anfang sehr gerne, dass ich mir eine Straße nehme und einmal hier ums Dorfzentrum eine Straße baue. Machen wir es auch mal einmal dahin. Hat sich jetzt ein paar Bäumchen gefällt. Einmal dahin und einmal. Jetzt gucken wir mal nach dort. Dann einmal nach dort. So, was ist in diesem Spiel noch cool? Unter anderem Gewitter und Jahreszeiten, aber ihr könnt nicht nur generische Straßen bauen, die einfach stumpf gerade sind, sondern ihr könnt das ein bisschen schräg bauen und damit natürlich auch eure Stadt ein bisschen besser aussehen lassen und wirklich mal das Ganze realistisch aussehen lassen. Sehr cool. So, ihr seht, hier werden unsere Straßen gebaut. Wunderbar. Übrigens ist hier natürlich, ja, ich zoome ein bisschen raus, dann ist es nicht ganz so laut. Übrigens ist natürlich auch jeder Bürger hier simuliert und wir können uns einmal den guten Yozrum angucken und Yozrum kann auch umbenannt werden. Das heißt, wenn ihr im guten Nerdica mitleben wollt, schreibt gerne euren Namen in die Kommentare und dann werde ich euch hier auf jeden Fall mit einbringen in der nächsten Folge und dann könnt ihr hier ein, was auch immer werden, in dem Fall könntet ihr zum Beispiel Heidewitzka, ja, ist ja gut. Yozrum werden beliefert gerade. Ihr habt es gesehen, da schlagen sogar Blitze ein. Wir können mal gucken, wer hier noch unterwegs ist. Das ist der gute Krom. Er ist auch Handwerker momentan. 80% ernährt, nicht sehr warm. Er ist zufrieden. Das halte ich aber für ein Gerücht. Er ist gesund. Das wiederum ist cool. Er hat noch ein bisschen Gewurzelgemüse dabei, einen geräucherten Fisch, ein bisschen Obst. Ja, gut. Also er hat noch was für 4 Monate. Da müssen wir echt zusehen, dass wir das hinkriegen. Brennholz ist knapp, das weiß ich. Wir haben nämlich keins. Wohnraumknappheit, auch das weiß ich. Auch das haben wir nämlich nicht. Aber jetzt bauen wir echt mal erst das Ding hier fertig. Dann gehen wir mal auf die einfache Geschwindigkeit. Und Heidewitzka war das laut. Entschuldigt bitte. Ich werde gleich nochmal die Audioeinstellungen überarbeiten. Und das ist unser Stadtzentrum. Cool. Wir sehen hier übrigens auch, wie das mit der Forschung funktioniert. Und die Forschung ist in dem Fall tatsächlich ein bisschen anders. So eine klassische Forschung gibt es in dem Fall nicht. Man kann sich das eher so wie so eine Innovationsforschung vorstellen. Ihr werdet im Prinzip Gebäude freischalten, wie in einem klassischen Koloniebausystem. Bauspiel, in dem ihr einfach die notwendigen Ressourcen habt, dann könnt ihr das Gebäude bauen, indem ihr das Stadtzentrum ausbaut und so weiter und so fort. So, ihr könnt übrigens auch Dorfbewohner in Garnison umschalten. Ihr seht, Dorfbewohner aus einer Garnison nehmen. Ihr seht hier, was ihr für die nächste Stufe braucht und so weiter und so fort. Also auch Grundbedürfnisse hier momentan. Häuser sind mit Wasser versorgt, Fellmäntel, Kleidung. Auch hier ganz wichtig, was passiert, wenn ihr keine Schuhe anhabt? Ihr tretet eventuell irgendwo drauf und werdet krank. Auch solche Sachen sind in diesem Spiel simuliert. Also, auch da wichtig, besorgt unseren Leuten Schuhe. Aber das werden wir dann sehen. Aber wie gesagt, wenn ihr dabei sein wollt und zusehen wollt, wie der Nerd euch keine Schuhe besorgt, dann schreibt es gerne in die Kommentare. So, ich ziehe den hier mal ein bisschen vor.
Und dann können wir durchaus ein bisschen schneller machen, dass wir mal sehen, dass die ganzen Sachen fertig werden. Ich denke, Holz sollten wir jetzt hoffentlich genug haben. Jetzt ist dieses Gebäude schon fertig. So. In einem Haus können immer 3 Leute leben. Das heißt, wir müssten 4 Häuser bauen und dann können sie auch Kinder kriegen. Das ist momentan aber für mich nicht die Priorität Nummer 1. Warum? Wir haben jetzt einen Monat rum und wir haben nur 4 Monate was zu essen gehabt. Das heißt, laut Adam Riese müsste jetzt hier eigentlich stehen 3. Gut, es sind immer noch 4. Macht jetzt irgendwie keinen Sinn, wenn wir nur mit 4 Monaten starten. Aber ist ja auch wurscht. Wahrscheinlich haben sie noch was gefunden hier. Trotzdem möchte ich als allererstes jetzt die Nahrungsvorräte plündern. Und dazu gehen wir mal auf die Overlays. In dem Fall F4. Und dann gucken wir uns mal an, wo wir hier was Schönes haben. Also, wir hätten zum Beispiel die Möglichkeit, eine Jagdhütte, eine Jägerhütte zu bauen und einen Sammler. Wobei bei den Sammler bin ich mir nicht ganz sicher, wo wir ihn am besten platzieren. Hier unten haben wir natürlich Kräuter, bringt uns momentan noch nicht so viel. Wir können hier im Baumenü bei, jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, ich glaube hier oben, ein Stadtzentrum, ein Heiler bauen. Dort. Ah, das können wir noch gar nicht bauen. Okay, dann ist okay, dann hat sich das eh völlig erledigt. Dann brauchen wir uns, um die Sachen noch keine Gedanken zu machen. Hier gibt es übrigens einen Haselnussstrauch, aber der trägt noch nicht wahrscheinlich. Wir drücken nochmal F4. Nee, leider nicht. So, Vogelnest, das wird mehr. Das heißt, die brüten und legen noch Eier. Sehr gut. Könntest ein Omelett machen? Ja, ich würde sagen, wir machen hier mal eine Straße hoch und setzen hier eine Sammlerhütchen und ein Blattgemüse, ein Jagdhütchen hin. Ja, ich denke, das ist die beste Idee. Okay, gut. Dann sehen wir mal zu, dass wir das mal machen. Dann gehen wir mal weiter und gehen einmal ins Baumenü. Und entschuldigt bitte immer diesen Discord-Sound im Hintergrund. Ich habe den gerade mal abgestellt. So, dann gehen wir Nahrungsproduktion. Ich würde sagen, wir nehmen erstmal eine Straße, die wir jetzt wirklich mal gerade hochzimmern. Und ihr seht, die müssen die Straßen auch bauen. Also es ist nicht so, dass einfach so eine Straße auf magische Art und Weise puff, plötzlich da ist. Hier haben wir eine Verbindung vergessen. Das geht nicht. Attraktivität 8%. Platzierbares Objekt drehen. Nee, will ich nicht drehen. Dann machen wir es einmal dahin und dann ist gut. So, da wird gebaut. Gut, dann bleiben wir nochmal kurz in der Pause. Jetzt eine Jagdhütte. So, dann auch die Frage, hey Nerd, da ist ein Pfeil. Ja, was sind nur mit dem Pfeil? Muss ich darauf achten? In der Theorie ja, in der Praxis nein. Also eigentlich braucht ihr darauf nicht achten. Die holen die Waren trotzdem ab mit dem Pfeil. Zumindest laut Tutorial habe ich jetzt keinen speziellen und meinem kurzen angespielt jetzt auch nicht gesehen, dass der Pfeil wichtig wäre. Trotzdem würde ich empfehlen, den Pfeil mit einer Straße zu verbinden. So, also bauen das Ding mal dahin. Ja, vielleicht hier vorne. Das ist die Jagdhütte. Braucht 10 Holz, wir haben 24, das passt. Ihr seht, was die gut jagen kann. Ja, Wildschweine nicht so gut, aber gibt es direkt eine Rehe vor der Haustür. Dann bauen wir bitte noch danach eine Sammlerhütte. Ein Gebäude für Sammler. Ja, das sieht hier auch gut aus. Tab drehen. Gucken wir mal, dass wir das vielleicht mal. Ja, komm, wir bauen das mal direkt gegenüber. Einmal dahin. Dann können wir ein bisschen schneller machen. Und unsere Leute hier schon mal bauen lassen. Dann gehen wir einmal ins Baumenü rein. Dann können wir mal schauen, Quatsch, in die Personalplanung, ob wir hier nicht einfach alle 6 Arbeiter jetzt hier eintragen. Ich weiß gar nicht, warum die überhaupt irgendwo anders arbeiten sollen. Haben wir schon irgendwelche Jobs? Nee, das macht hier überhaupt keinen Sinn. Da können die auch einfach alle als Bauhandwerker momentan arbeiten. Obwohl, nee, ist ja Unsinn. Wir müssen ja auch welche haben, die tragen, ne? Dann lassen wir das mal so. Nee, dann lassen wir das so. Und dann gucken wir das mal. So, wir haben übrigens 5 Jugendliche. Offensichtlich arbeitet schon ein Jugendlicher hier mit. Aber das sehen wir dann. Und Leute, ist das nicht schick? Ist das schick? Und da vorne hämmert er das Bäumchen ab. Herrlich. Auch die Grafik ist wirklich, wirklich sehr schön anzusehen. Sehr hübsch.
So, hier geht's weiter. Dann gucken wir mal, dass wir das hier machen. So, es hat kein... Nein! Du willst mir erzählen, dass die Jagdhütte Brennholz braucht? Für was denn? Soll er die verbrennen? Jäger nutzen diese Hütte, um die Umgebung Wild für Fleisch und Felle zu erbeuten. Hier oben können wir übrigens auch den Arbeitsradius ändern. Das macht jetzt für mich erstmal keinen Sinn. Das passt so. Aber jetzt mal im Ernst, wozu braucht der denn Brennholz? Um Talg zu produzieren, ja. Ich vermute mal, für die Talgproduktion wird das hier benötigt werden. Aber ich denke, für mehr nicht. Gucken wir mal, ob der auch ohne Brennholz arbeitet. Grundbedürfnisse, Brennholz... Ja gut, klar. Der braucht Brennholz, um sich zu wärmen. Aber das machen wir gleich. Jetzt müssen wir erstmal die Nahrungsproduktion stillen. Der hat keine Nahrung. Die Sachen haben wir noch. Da brauchen wir im Moment nicht gucken. 77% arbeiten, das passt auch. Okay, so, Felle werden hier produziert, Talg und noch mehr Talg und das aus Wildschweinkadavern oder anderen Sachen. Wichtig ist, diese Felle können wir hinterher zu Schuhen verarbeiten, hatte ich erzählt, oder Kleidern. Die brauchen wir im Verlauf des Spiels auf jeden Fall. Da arbeitet der Gute, wer ist es? Dunn. Da ist er. Der arbeitet jetzt hier drin. Guckt euch das an, ist das cool. Oh Gottchen, oh nein, ach, entschuldigt bitte, das kann ich mir nicht angucken. Es tut mir ganz schrecklich leid, aber das kann ich mir nicht angucken. So, er ist auch fertig, da arbeitet die gute Folania, alles klar. Sie hat sogar ein bisschen Käse dabei, na, lass es dir nicht zu sehr schmecken, der ist nämlich bald leer. Bald ernähren wir uns von Blattgemüse. So, Nüsse gibt es hier, hier gibt es Blattgemüse und Beeren. Pilze, medizinische Wurzeln, Kräuter, Eier. Die Frage ist, ob wir das eventuell noch ein bisschen verschieben. So, hier haben wir nur Nüsse. Ich sag mal, der Bereich ist schon nicht schlecht, ne? Ja, hier unten haben wir Heilkräuter. Oh, die Ecke ist auch nicht schlecht hier. Seht ihr das? Aber da müssen sie natürlich relativ weit gehen. Ne, wir machen das erstmal hier oben. Können wir da noch ein bisschen was drehen? Ne, dann bleiben wir erstmal in dem Bereich. Das passt. Ja. Einmal dahin. So, dann hat er hier zumindest schon mal ein bisschen an Nahrung gesammelt. Gut, Nahrungsvorräte sind knapp. Ja, ihr habt es gesehen. Erster Monat, zweiter Monat, dritter Monat. Ja, also wir sammeln. Jetzt müssen wir mal hoffen. Jetzt können wir nur hoffen, dass das ausreicht. Und dann sollten wir mal gucken, ob wir da mehr Leute eintragen können. Wir machen das erstmal ein bisschen langsamer. Und jetzt gucken wir mal in die Personalplanung, ob wir da mehr Jäger einstellen können. Mehr Sammler auch nicht. Nee, leider nicht. So, Bauernwecker reduzieren wir mal auf 2. Wir haben 8 Arbeiter. Das sieht schon ganz gut aus. Ja, jetzt können wir nur hoffen, dass wir genug Waren produzieren. Jetzt gibt es übrigens auch noch ein klassisches Lager. Ich würde deswegen einmal ihn jetzt dahin fahren lassen, dass die Wege von hier zu ihm hier relativ kurz sind und die einfach in der Lage sind, schneller die Waren hier reinzuliefern. Ja, dann haben wir einfach größere Vorteile dabei, ne? Dass es halt einfach schneller geht. Okay. Gut, nächster Punkt. Ich würde gerne Häuser bauen und dazu gehen wir nochmal ins Overlay. Feuchtigkeit, Fruchtbarkeit ist hier. Oh, das ist natürlich ärgerlich, hier Häuser zu bauen. Da gibt es auf jeden Fall Steine. Da könnten wir uns mal dran vergehen. Ich würde ernsthaft hier oben in diesem Bereich bauen wollen, denn das hier ist extrem fruchtbares Land. In diesem Bereich. Da müssen wir gucken, dass wir da wirklich nicht zu viel zubauen. Wobei, genau da, wo es nicht fruchtbar ist, haben wir den Wald, ne? Ist das ärgerlich. Wie sieht es denn mit dem Wasser aus? Wasser ist I. Ah, wir können hier eigentlich nicht bauen, weil wir da gerade sammeln. Da auch nicht.
dann müssen wir hier hinbauen, in diese Richtung erstmal. Und uns dorfmäßig in diese Richtung hier erweitern. Anders geht's jetzt nicht. Da sind schon Erträge. Da haben wir schon 8 Beeren. Das ist gut. Dann sollten wir vielleicht den Beerensammler auch mal ein bisschen umplanen, dass wir erstmal in die Richtung gehen. Dann drücken wir nochmal F4. Ja, also da gibt es genug Blattgemüse, Beeren. Da gibt es Wildfleisch. Was gibt ein Tier? Können wir das hier sehen? Nee, schade. Können wir nicht sehen. Okay. So, ja, ich weiß. Ich weiß, Nahrung ist knapp, Fleisch ist knapp, es ist alles knapp, wir arbeiten dran. Wir haben das Ganze hier in Betrieb, dann schauen wir jetzt mal, dass wir hier eine schöne krumme Straße bauen. Ich würde die tatsächlich gerne einmal so setzen und dann hier so lang. In diese Richtung. Und dann werden wir... Tja, das ist jetzt natürlich ein Problem, wenn wir hier hinten anfangen zu bauen... Dann haben wir natürlich ein Problem. Warum? Weil die Leute natürlich auch von hier davon hingehen müssen. Deswegen würde ich die ersten Wohnhäuser gerne hier vorne platzieren. Direkt an den Produktionsgebäuden. Und dann bauen wir uns hier hinten in diesem Bereich in Zukunft Industrie- und Wohnbereiche auf. Hier kommt Felder hin, hier kommen Felder hin und die erste Mini-Siedlung bauen wir hier hinten direkt dran, dass einfach die Wege jetzt klein bleiben. Das ist im Moment erstmal am wichtigsten. So, 10, das können wir uns gerade so leisten. Ei, sind die groß. So, dann bauen wir das einmal auf. Da ist auch noch genau das Wild, ne? Einmal dahin. Hoffen wir mal, dass das gut geht. So. Einmal dahin. Dann würde ich sagen, machen wir uns hierhin eine klassische Brennholzproduktion. Aber damit lassen wir jetzt erstmal die Häuser fertig bauen, damit wir das auch haben. So, Brennholz, Essen, alles ist da. Mach mal, los geht's. Jetzt arbeiten sie. Sehr schön. Ich denke, wir können die Anzahl der Handwerker nochmal auf 4 erhöhen. Dann haben wir 4 Arbeiter, 4 und 2, die darin schuften. Das ist okay. Alles klar. Können wir das Gebäude eventuell noch oder jetzt schon updaten? So, Räucherfleisch. Wir haben ein bisschen Wurzelgemüse gefangen. Das ist gut. Die hat kein Zuhause. Oh, guckt euch das an. Das ist toll. Übrigens, was passiert, wenn einem Gebäude zwischenzeitlich die Waren ausgehen? Das ist in dem Fall gar nicht so schlimm, denn dann wird das Gebäude, so wie hier, einfach nicht fertig gebaut. Dann bleibt es im Prinzip so in so einem Mittelzustand stehen. Ne? Das ist im Prinzip der Punkt. Ja, ich weiß, wir arbeiten dran. Wir arbeiten dran. Ein Raubtier? Was? Ein Raubtier ist am Rande der Siedlung. Eieieiei. Leute, der erste Wolf stürmt auf unsere Leute zu und versucht, uns aufzufressen. Und was da passiert, das seht ihr in der nächsten Folge. Nächste Folge, jeden Montag bis Samstag, jeweils um 17 Uhr kommt eine neue Folge. Ich würde mich freuen, wenn ihr liked und abonniert. Macht's gut, bis morgen, euer Strategiene. Ciao, ciao.